Hallo liebe Sirma, schön, dass du heute wieder da bist. Beim letzten Mal warst du ja gespannt drauf, wie es weitergeht. Und meine Frage ist, in deinen Seminaren legst du immer sehr viel Wert drauf, dass in der Spiritualität Ordnung herrscht und Disziplin. Andererseits betonst du auch immer wieder, wie wichtig es ist, Mensch zu sein. Wie kann ich das verstehen? Ja. Also die Ordnung ist für mich wichtig in der medialen und sensitiven Arbeit, dass wir lernen zu unterscheiden, was ist meins, was ist das vom anderen, was ist von der geistigen Welt, dass wir da eine Ordnung kriegen. Das hat auch gewissermaßen mit einer Disziplin zu tun, oder indem man viel trainiert, wenn man am Anfang des Weges ist und da weiterkommen möchte. Das ist auch wieder der Weg der Achtsamkeit letztendlich. Und das andere, was du angesprochen hattest, dass wir hier Menschen sind, das ist für mich so der zweite genauso wichtige Aspekt, ja, dass es nicht nur darum geht, sich mit den geistigen Themen zu beschäftigen, sondern auch hier zu sein und uns hier als Menschen zu spüren, in unserem Körper mit unseren Gedanken, die mitzukriegen, unsere Emotionen mitzukriegen, was machen die mit uns und dann auch zu entscheiden, was macht's mit mir. Und dass wir aber trotzdem eben Wesen sind, die Bedürfnisse haben, jeglicher Art, finanziell, materiell, sexuell, was auch immer, dass wir diesen Bedürfnissen auch nachgehen, aber auch mit einer gewissen Achtsamkeit einfach und mitkriegen, was ist, wenn wir zum Beispiel finanziell nicht mehr so gut gestellt sind. Und wenn wir dann in den Mangel gehen, dann wird es aus meiner Sicht erst, kritisch ist das falsche Wort, aber da gilt es für mich hinzugucken, oder? Dass wir, ich finde wichtig, dass wir alles leben, dass wir das Leben genießen in vollen Zügen und aber nie in den Mangel gehen, wenn wir es dann mal nicht mehr haben. Und ich liebe zum Beispiel Schokolade sehr, oder? Ich genieße es, ich esse die mit purer Hingabe jedes Mal. Mein Körper sagt mir dann schon, wenn es zu viel ist. Und mein Lernprozess ist darauf zu hören und da in eine Achtsamkeit zu gehen, auch mit meinem Körper. Oder mein Körper ist das Zuhause meiner Seele für dieses Leben. Und deswegen ist es schon für mich auch wichtig, da immer besser drauf zu hören und nicht allen Bedürfnissen weiterhin so nachzugeben, wie ich das manchmal immer noch tue. Das ist mein Lernprozess. Aber ja, ich liebe mein Leben in vollen Zügen und für mich ist wichtig, mich hier als Mensch zu spüren und mitzukriegen. In meiner Wahrnehmung ist es manchmal so, dass wenn ich Menschen begegne, die auf dem spirituellen Weg sind, eine dogmatische Haltung zeigen. So dieses, das ist mein Weg, der ist der richtige. Wie siehst du das? Also ich kenne das von mir so ein bisschen, von meiner Anfangszeit in der Ausbildung. Da war ich so begeistert und konnte nur noch darüber reden und hatte irgendwie nicht mehr viel anderes. Es hat nicht lang gedauert, aber es war eine kurze Phase. Und ich denke, dass die, die mir zugehört haben, auch dachten, hoppla, was ist denn da los? Ja. Dogmatismus ist ja dehnbar. Es gibt Wege, die geben vor, du darfst dies nicht oder du musst das umzu. Und ich denke, da trennen sich dann die Wege von Dogmatismus auch. Das eine ist so eine Begeisterung für was zu haben und sich manchmal nicht mehr selber mitzukriegen, wie es auf andere wirkt. Und das andere ist, wenn man im Leben anfängt, auf Dinge zu verzichten oder sich was hinzuzufügen, um zu irgendeinem Ziel zu kommen. Und ich selber bin sehr dankbar, dass ich meine Ausbildung beim Andi hatte, weil wir da keine Dogmen erlebt haben und er auch den Weg der inneren Freiheit unterrichtet und diese wichtige Bedeutung davon, ebenso dogmenfrei wie möglich zu sein. Und das ist auch meine Haltung. Ich selber täte mir mit Dogmen schwer und würde dann sicher den Weg nicht mehr gehen, wenn ich welche hätte. So Vorgaben sind nicht so meine Welt und ich denke, es gibt aber viele Wege, die zum Ziel führen und es ist wichtig, dass jeder seinen Weg findet, weil auch der Weg, der mit Dogmen behaftet ist, kann erstmal auch Türen öffnen. Und ich für mich kann sagen, es wäre nicht meiner, aber ich kann auch viele Menschen, die ich auch kenne, die Wege gehen, die mit Dogmen behaftet sind, verstehen, dass sie gehen. Und von dem her ist es immer schwierig zu sagen, für alle Menschen oder für viele, das ist richtig oder das ist falsch. Da muss jeder so seinen eigenen Weg und den Umgang
mit den Themen auf dem Weg auch finden und sich damit wohlfühlen. Das ist so aus meiner Sicht das Wichtigste. Sirima, vielen Dank für die Interviews, die du mitgemacht hast. Vielen Dank für deine Art und ich freue mich auf mehr. Herzlichen Dank für deine lieben Worte, für die tollen Fragen, die du dir überlegt hast. Ich bin auch sehr, sehr gerne mit dir im Gespräch und freue mich aufs nächste Interview oder auf die nächsten Interviews und danke auch euch, den Jungs hinter der Kamera. Ich bin gespannt, wie es wird und freue mich auch mit euch aufs nächste Mal. Vielen Dank.